Lieben Freunde, wir starten schon mal rein. Das Spiel sollte wahrscheinlich erst gleich losgehen. Also für alle Leute, die jetzt noch kein Sub sind hier auf dem Kanal, werden gleich noch bedient werden. Es geht auf Mirage rein. Nein, hat auf jeden Fall die Chance hier, denke ich, vielleicht noch auf die Playoffs mit 8 Siegen. Man steht aktuell gerade 6-6. Klassenerhalt hat man. Das Academy Team hat auch ihre Probleme hier in der Serie Advanced. Sie werden hier gleich sehen, da sind einige Namen dabei, die krass abgehen. Ghouls kennt man auch schon, glaube ich, gegen Arrow oder Attex. Haben auch ein paar Namen dabei, aber Ghouls hat das Problem. Sie haben gerade den Klassenerhalt geschafft, ansonsten nur auf Gesicht gekriegt, so gefühlt. Schon sehr heftig, was ein bisschen traurig ist für die, auch für die Namen, die dort im Team sind. Schade, schade, schade. Warum starten wir jetzt rein? So ein bisschen leicht verzögert. Ja, der Gegner hat gerade noch ein Game gegen Navi in der Overtime. Also es hat sich alles verschoben. Ich kann ja gefühlt, haben Ghouls hier gerade alle ihre Spiele noch gemacht. Deswegen würde ich sagen, warten wir es ab. Wir gehen jetzt aber gleich auf die Map rauf. Bin schon drauf auf dem guten Mirage, habe ich eigentlich genommen. Warum ist jetzt hier eigentlich... Ich hab Mirage war doch gerade genommen. Die sind auch Anubis. Ich check jetzt gerade gar nichts mehr. Warte mal ganz kurz. Okay, man spielt Anubis. Jetzt bin ich gerade... Man spielt Anubis. Warum? Wie kam ich auf Mirage? Ach, verdammt. Wir spielen Anubis. Und zwar aus dem Grund bin ich bei Mirage. Man hat gerade gegen Navi halt Dings gezockt. Ihr wisst Bescheid. Albi ist mal wieder komplett durchgedreht. Hat die falschen Leute... Shit, hier hat sie alles falsch gemacht, aber... Alles auf Entspannung. Alles cool, wir haben noch Zeit. Ich werde mir jetzt gleich meinen anderen Bildschirm runterkrallen. Wir gehen auf den Server. Und ich denke, es sollte hier doch bald losgehen. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Der fünfte Mann ist connected. Wir gehen in-game. Da sollte... Ah, noch nicht. Warte, wir warten kurz. Ich muss ja kurz nochmal Konsole. Die Excel laden habe ich noch nicht gemacht. Alt.cfg. Jetzt sind wir hier clean. Ab geht's rein. Und dann können wir uns da auch alles entspannt hier gleich angucken. Und ich hole mir meinen Bildschirm runter. Und dann geht's gleich los. Also meine lieben Freunde, es scheint hier gleich loszugehen. Nein, mit Sky muss natürlich hier performen. Wäre natürlich schön, wenn er das Ding gewinnen kann. Die Overtime noch erreichen. Ich muss irgendwie was noch an meiner Helligkeit machen. Ob es vielleicht sogar meine Videosetting ist, muss ich auch mal reingehen. Seht ihr, wie grell das ist. Ich muss das unbedingt immer fixen. Ich habe alles runtergedreht, was geht. Jedenfalls in-game. Vielleicht kann ich noch was auf meinem Windows machen. Wahrscheinlich ist es liegt daran. Vielleicht habe ich da einfach mal die Gamma ein bisschen höher gemacht oder sowas. Ist heftig, warum die Web bei mir so hell ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke, das geht schon klar. Ich hoffe, ihr seid mit ready. Wir sind natürlich voll Parteispieler für die Jungs hier von Nein. Ihr seht es drüben, ne? Man kennt ja Lunatic, Amanek, Depressen, Svetjehead, Kaluba, mal Amanek, der bekannteste aus den Jungs da, genauso Lunatic, gut dabei. Aber auf der anderen Seite ist es halt unser Sky. Espiranto sagt etwas. Hypex habe ich auch schon mal gelesen. Sterzig auch. Und Note. Der fünfte Mann hier bei Nein. Jetzt geht es auch direkt weiter mit dem guten Arrow. Also wenn hier fliegende Wechsel haben. Ich habe mich mal dass wir hier nichts verpassen. Ich hoffe, ich fange jetzt an. Wäre sehr nett von den Jungs. Wir wollen ja auch hier noch in unseren Zeitplan, wo ja alles reinpassen, ne? Wenn die so krass verschieben, kommen wir nachher nicht mehr klar mit, mit dem Spiel mit. Es geht los. Es ist Mirage. Natürlich ist es ja nur ein Best of One zu sagen. Wir sind in der Advanced. Und ja, kann sein, dass Nein einfach jetzt nur so reindaddelt. Aber mal schauen. Und ihr seht, es ist gar nicht mehr so hell jetzt auf einmal. Jetzt wird es ein bisschen heller. Jetzt sind wir live. Jetzt ist es entspannt. Damit kann ich leben. In der Warm-Up-Time scheint gefühlt alles noch viel heller zu sein. Also, rein geht es. Nein gegen Puls. Messerrunde geht los. Gucken wir mal, was so geht. Jetzt will ich gerne schauen, ob rechts ein Timer abläuft. Ich verstehe das nicht. Wir hatten doch gar keinen Bombenplan. Ups.
Silence, sei gegrüßt, mein Lieber. Messerrunde ging an die Ghouls und jetzt müssen wir auf der CC-Seite starten, aber ich denke, das ist kein Problem. Damit rasieren wir ganz kurz mal rüber. Sky gibt uns immer geile Shots. Wer vielleicht die auch die Geschichte von Sky erlebt hat, hat ja auch ein paar Probleme gehabt, so gesundheitlich damals. Hat aber alles, denke ich, überwunden. Jetzt ist er wieder topfit, jetzt geht es hier richtig rein. Also viel Spaß hier in der Z-Advanced. Für die Ghouls geht es hier eigentlich, glaube ich, nur noch ums Gamen. Die haben, glaube ich, jetzt hier das vorletzte Spiel, können gar nicht mehr erreichen, glaube ich. Die können nur haben den Klassenerhalt safe. Aber nein, könnte vielleicht mit dem 8-6 noch in die Playoffs kommen. Was auf jeden Fall sehr, sehr schick wäre. Ibex, wo der Smoke los kommt. Der hat sich an, der Dampfbretter, der hat sich kann nur einen mitnehmen. Aber trotzdem ist die Landung noch ein Crack. Geht da noch ein bisschen mehr, man geht durch den Connector runter. Will wegrotieren. Interessant. Lunatic aber mit dem Plant, das ist solide. Und keine Ahnung, was die CTs hier nochmal wegrotieren und machen und tun. Na, ist nicht so ein Note soll mit dem Dampfbretter. Oh mein Gott, auf Distance. Holt sich Note den Frag. Und dann sind es hier zwei Spieler. Lunatic plus Svetjehead. Svetjehead nimmt nochmal einen Frag mit. Was ist mit unserem Sky? Wir gehen auf Sky. Wo wir natürlich Sky sehen. In Action Sky. Pusht in den Connector. Gönnt sich die Frag. Und der andere ist auch gefallen. Svetjehead plus sein Mate Lunatic. Die Fuse geht durch. Und nein, holt sich hier die erste Round. Und warum ist jetzt der Balken, dass er da oben rechts? Ach, weiter. Das war einfach der Bomb. Zwei von der Bomb. Mein Fehler. Alles ist gut. Es hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich habe mir jetzt nur oben rechts noch mein Logo eingebunden. Ja, ich denke, das hoffe ich, ist in Ordnung, damit man auch weiß, welcher Vogel hier rumkommentiert. Und dann geht's ab. Aber schön, dass ihr hier bei Nine oder für Sky Support oder einfach aufs Cast Support hier dabei seid. Obwohl es ja, sag ich mal, nur ein Spieler aus dem Dachbereich ist, der bei Nine spielt. Können wir mal testen, wie das so läuft. Weiter geht die Luzi. Am A-Spot wartet Note. Es sieht aus, als wenn man jetzt, obwohl der Plant da war, Full Echo spielt. Okay, man hat eine Deagle, zwei P250 und ein einziges Smoke bei Lunatic. Anscheinend hier gleich Richtung den A-Spot volle Kanne Gas geben möchte. Schon sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, das wird man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Sky ist ja auch ready. Also die beiden Jungs müssen jetzt hier gleich performen. Im Endeffekt ist es Note, der jetzt hier wirklich seinen Senf dazu geben muss. Jetzt kommt man hier auf Contact langsam vor. Ich hoffe, Sky rennt jetzt nicht rein. Im Endeffekt ist es Note jetzt hier mit dem Jiggle. Und jetzt wird es ganz interessant. Jetzt sieht der erste Button. Was für eine Schelle. Nein, mit 1, 2, Sky. Kein Dritter. Schwierig. An die Farmers kommt man auf jeden Fall ran. Und Hypex ist schon da. Doppel-Smoke gegen ihn, man kann nicht durchgucken. Der Schwerte geht durch. Hypex, der letzte Überlebende hier gerade. Und man hat hier irgendwie noch eine Waffe bekommen. Super gefährlich für Nein. Das ist ja ganz bitter gelaufen. Das gegen nur Pistols, nicht mal eine richtige Force bei. Kriegt man die Mega-Kelle gegen Note. Also, das tut weh. Also heißt, Hypex muss Gas geben, muss jetzt hier diesen Klatsch machen, um hier irgendwie was zu retten. Sehr, sehr gefährlich. Er hat ihn gesehen, Nummer 1 hat er gesehen. Crack, der natürlich wäre gut. Jetzt weiß er, wo beide sind, aber stark gespielt von Ghouls. Bitter für Nein mit Sky. Sky macht zwei Fracks und das mit dieser dreckigen Farmers. Ich mag die manchmal teilweise gar nicht. Gibt Ausnahmen. Aber das war natürlich bitter.
stark. Ich bin die ganze Zeit gemütet, ne? Ich sag gar nichts. Ich rede ja wie Berserker und hab die Mute-Taste noch drin. Stark, Albi! Also, sichere 3-1 jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt mich gar nicht mehr gehört, glaube ich. Oder habt ihr gerade gemütet? Nein. Also, im Nachhinein gemütet. Sorry dafür. War noch ein bisschen geil gespielt auf jeden Fall von Esperanto mit dem 3K, aber am Ende ging da nichts rein. Sehr, sehr bitter, sehr, sehr schade. Ist wie es ist. Sollte das 3-1 auf jeden Fall sicher sein, weil er hat halt eine Diegel hier nochmal bei Esperanto. Schauen wir, ob was geht. Push nochmal durch, Esperanto, die geklickt. Sehr schön, aber er konnte nicht sehen. Hypex, Note, aber mit ein paar schönen Brechern. Der erste hat keine Chance. Die Übermacht der Waffen. Zu stark. Ohne Rüstung, ohne Granaten, ohne Waffen. Auf der Seite nur USBs kannst du halt nichts machen. Damit jetzt die erste Waffenrunde hinein. Jetzt müssen sie Gas geben. Jetzt heißt es mal ein bisschen zeigen, was für eine Qualität man hat. Man hat jetzt gerade einen ganz guten Winstreak. Man hat, glaube ich, früher noch mal gezockt. Jetzt gerade um 16 Uhr oder so. Hat schon einen Sieg eingefahren. Also man hat hier eventuell noch irgendwie, wenn man Glück hat, mit einem guten Standing die Chance auf die Playoffs, glaube ich. Aber ich bin nicht ganz... Vielleicht gleich ein kleines Duell hier für Note gegen Amanek. Weit. Passiert hier erstmal nichts. Die lassen sich viel Zeit, hoffen auf Fehler oder Infoplays von den CTs, wie es aussieht. Bisher passiert aber nicht viel. Sky wird jetzt hier den ersten Kontakt haben mit Hypex und Co. zusammen. Da geht es rein. Sky chancenlos. Der Double von Hypex fehlt. Aber schön hier gemacht von Note. Schöner Refrag. Parallel ist der Go. Richtung Amain. Und das muss natürlich der Frag sein von Note. Macht er auch. Der Double. Wundergut gespielt. Jetzt den zweiten noch aus den 45 Sekunden. Man hat natürlich noch viel Zeit hier auf Seiten der Ghouls. Die können hier noch easy pump easy nochmal switchen. Und da am Pillar. Ich weiß nicht, ob Note ihn gesehen hat. Das Timing ist natürlich jetzt gerade gegen ihn. Er muss jetzt an den Pillar gucken. Ich glaube nämlich, er wurde gesehen. Bin ich ganz sicher. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher. Die Timings. Zwei Leute am B-Spot und Note alleine. Den Spieler gesehen, er braucht jetzt Unterstützung. Er weiß, jetzt, wenn einer da ist, müsste der andere auch da sein. Der Plant geht durch, der Call kommt, die AWP wartet hinten. Mitte scheint frei zu sein. Also braucht Note die Unterstützung. Man hat kein Defuse-Kit. Ich weiß nicht, ob da auch eins an Side liegt. Die AWP rotiert Richtung Main. Jetzt nochmal Duell. Jetzt wird's gefährlich. 3 gegen 1 jetzt hier im Close-Fight. Aber Note macht's alleine. Hat man nochmal eine Smoke, man hat eine Flash. Man hat sogar noch eine Smoke. Damit kann man auf jeden Fall die AWP rausnehmen. Ich kann nichts machen. Note rennt trotzdem noch rein. Gefährlich. Der Defuse geht durch. Der sollte aber klar gehen. Oh mein Gott, gefährlich. Stark gespielt von Depression mit der AWP. Er kann den Frag sogar noch ziehen in dem Spieler Close. Und damit geht die Runde doch an Duels. Ohne Defuse geht's. Hast du hier einfach keine Chance. Ganz bitter hier für Nein. Dieser Start auf Nanubis sieht gar nicht gut aus. Null. Da passiert gar nichts. Das heißt, wieder eine kleine Halfpipe, ein paar Pistols. Für die Runde 6 jetzt hier. Und Ghouls. Ja, die wollen halt nochmal. Die spielen trotzdem noch ernsthaft. Wollen hier noch ärgern, warum nicht? Ist ja auch alles Prag für sie. Was die Jungs jetzt hier vielleicht mit der Heram 4 bei Esperanto, bei Adigel zweimal, bei Sterzig und Note und der 5-7. Ja, bei Sterzig meine ich jetzt, der Adigel bei Sky und Note so rum. Noch machen kann. Drei Leute von 9 auf dem B-Spot. Sky vielleicht mit einem Klick. Hofft, dass oben einer lang kommt. Wäre ein Träumchen, wenn der lang rennt. Bisher sieht es nicht so aus, wenn sie schnell lang laufen. Jetzt geht es langsam los. Jetzt ist man schon ready. Der Klick war so. Tick zu weit gezielt. Spray von der MP ist gut. Geht da noch mehr von Esperanto. Was macht Sky? Ein paar Shots kommen. Aber die Smoke hilft hier
So, dass man wieder wegrotiert bei 55 Sekunden auf der Uhr. Also du hast noch sehr, sehr viel Zeit für die Ghouls. Die Rotation ist All-In-Play jetzt Richtung B, Richtung A wäre gar nicht so unclever. Wäre sogar ein Mega-Move, aber nein, bleibt eisern, bleiben auf dem B-Spot. Man hofft, dass der Gegner hier das überdenkt und trotzdem nochmal ein bisschen sich Zeit lässt und wieder Richtung B läuft. Und damit könnten sie recht haben, denn ihr seht die Bombe auf Lunatic. Sieht man jetzt auch schön mit Rot, gefällt mir. Auf dem Weg. Auf dem Weg Richtung über den Connector. Esperanto. Jetzt ist es noch hier, der hier noch steht. Das sind auch sofort alle gefallen. Sky hat die MP auf der Kassette auf Distanz. Eieiei, klappt noch gar nicht hier gerade. Halbwegs aber. Ja, mit der M4 nochmal was gegönnt. Und ich denke, man wird es versuchen. Man wird es versuchen, weil du hast eh jetzt hier diese Halfpipe gemacht. Warum nicht auch vielleicht noch mit Glück die Runde holen zu 4:2? Wäre schon was Feines. Also, die AK mitnehmen wäre gut. Schön gemacht mit der M4. Noch eine Flash, aber der Pressure mit dem Monster Shot. Du kannst da einfach nichts machen. Der macht einen super Job. Schöne Klick von Hypex. Nimmt die AK mit, nimmt sogar die ABG mit. Und dann ist gut. Aber es ist das 5:1. Mirage unten eingetragen, ein bisschen Fail. Ich komme jetzt aber nicht mehr auf den, auf das Hard drauf gerade. Vielleicht zur Halbzeit tot oder sowas. Bisschen gefailt. Ja, da muss ich auch ein bisschen lernen Hard und mich richtig und richtig hingucken. Wirklich verwechselt. Also irritiert euch nicht, dass unten Mirage steht. Es ist Anubis, ihr seht es ja. Es ist Anubis. So, Waffen sind dabei. Nein, jetzt müssen sie. Jetzt muss man performen. Und das ist ein schöner Play hier von Sterzig und Hypex. Ah, Hypex schießt daneben mit der AWP. Aber Close geht ins Duell rein. Schön auf Sterzig. Auch erfolgreich im Spiel von Hypex, der durch den Connector jemand kommen wollte. Esperanto pusht vor. Also die Runde könnte jetzt in Richtung 9 gehen. 5 Runden auf der CT-Seite wären echt ein Traum. Mindestens so. Es wäre richtig stark. Bisher ist es erst eine. Und zwar die Pistol. Weiterhin Sterzig hier mit einer aggressiven, guten Position. Der Jiggle muss jetzt nur gut klappen. Dann geht's ab. Da holt er noch eine Frag raus. Jetzt zurückziehen. Dann hast du alles hier geschafft schon mal, was du schaffen möchtest. Aber Sterzig bei weiterhin vielleicht hilft. Aber jetzt einfach auf den Baseball zurückziehen, ist top. Und dann haben wir 2 Spieler hier noch am Leben. Die guten Amanek und Depression. 2 gegen 2. Sterzig fällt. Esperanto ist da. Rotation kommt von Hypex mit der ATG. Aber Esperanto reicht hier alleine. Mit dem Gesicht gegen Amanek. Da geht man auch safe. Die AWP nimmst du mit in die nächste Runde. Depression ist weg. Auch der Top-Frag aus dem Team hier mit 8 Kills dahinter. Amanek. 5:2. Nein, holt sich hier einen fixen Punkt. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich will das ganz abgeschalten. Mich nervt das jetzt gerade. Mich nervt das wirklich. Ich will das jetzt ganz schnell mal kurz, ganz kurz korrigieren. Meine lieben Freunde, musste sein. Mich hat es einfach genervt. Jetzt steht auch Anubis. Jetzt musste Anubis stehen. Ja, wundervoll. Seht ihr? Ganz schnell. Muss ein bisschen korrigiert werden. Nein, mit Runde 2. Solides Ding erstmal. Vielleicht geht jetzt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe es natürlich, geldtechnisch sieht es nochmal für eine Waffenrunde gut aus, natürlich bei Ghouls. Aber danach nicht mehr. Da hat man ausgeghoult. Wieder etwas aggressivere Action von den Jungs bei Hypex. Ja, leicht offensiv nur, aber nicht richtig. Ihr seht es in der Mitte hier. Lunatic macht Stress. Aber wir wissen, weit und breit ist hier einfach niemand. Ne? Also. Da ist niemand auf jeden Fall. Deswegen müssen wir uns da gar keine Sorgen machen. Dass da irgendjemand zu Schaden kommt hier bei 9. Man spielt die 3
Mann decken auf dem B-Spot. Und jetzt das Timing vielleicht für Note. Oh, schöner Anschuss. Schönes Gesicht gebrettert. Die MAC-10 konnte nichts tun hier gegen ihn. Optimal gelaufen für Nein. Ghouls, was wollt ihr tun? Wird schwierig natürlich. Oh, noch ein Duell eventuell jetzt von Sweatyhead gegen Note. Die Flash trifft hier beide Spieler. Auch ein Sky ist ja noch da zum Glück. Der versucht zu ziehen, darf er auch nicht. Das ist bitter Sky. Ich bin anderes gewöhnt von dir. Komm schon, gib mir Gas. Ging nicht rein. Wir warten es ab, wenn er die AK hat. Und der Vorteil liegt jetzt bei Ghouls. Bitter für den Moment. Wir brauchen einen Hypex. Der jetzt hier mal kurz zwei Minimum wegsnackt. Das wäre nochmal nicht schlecht. Komm schon. Oh, Depression mit dem Ding. Calubert mit dem Frag gegen ihn von hinten. Du hast keine Chance hier bei Nein gerade. 6 zu 2. Ghouls gönnen sich die nächsten. Versacker. Right, let's go. Let's go, Nein. But nothing happens here. My bro Sky. He needs to perform now. Boah, wie viele Leute hier zuschauen, Leute. Welcome, guys, welcome. Hey, Newton. It is best of one. It's the best of one. It's sehr advanced. Nine has eventually the chance for the playoffs. So they can their play to the ESL, ESL Challenger League. But Ghouls are out. They have the not the chance anymore. 7 losses for Ghouls, I think. I saw this. So I don't speak English so good, so I hope. Understand me. Schöne Pistol. Action jetzt hier von Sky. Erstmal gut weggeknallt. Und Nick, sei gegrüßt, mein Lieber. Schön, dass ihr Bock habt. Ich bin Counter-Strike nebenbei mit meinem Car. Sky mit noch einem Brett. Genauso wie es hier. Sky noch ein zweiter, komm. Oh, oh, oh. Ja, er will die Waffe unbedingt, aber kommt er nicht ran. Jetzt kleine Aktion. Close kommt der Spieler. Close ist Amanek da. Eieiei, Amanek ist immer gefährlich. Amanek 1. Aber Sky, die kommt schon. Hol die Amanek. Ah, Amanek zu stark. Einfach zu stark. 3 gegen 3. Hypex, auch mit der 5-7. Die ekligste Waffe, die ekligste Pistol überhaupt. Mal gucken, ob er was rausholen kann. Das Timing ist kurzzeitig da gewesen, aber Amanek und Kaloba regeln für den Spot. Man kommt durch den Smoke nicht durch, aber trotzdem wird der Retake probiert. Denn man hat ja eh nur leicht reingeforst. Nächste Runde gibt es die richtigen Waffen. Da kannst du auch noch probieren, die Runde zu holen. Wird aber schwer. Fertig. Geht dann auch mehr, aber die Bombe tickt zu schnell. Du kommst dann nicht mehr irgendwo ran. Vielleicht eine AK noch mitnehmen. Ab in die Mitte, AK. Digi, da ist eine AK. Ah, er kommt nicht mehr in eine AK ran, leider. Er versucht vielleicht nochmal an die Tür zu kommen. Er geht drauf, glaube ich. Ah, da, boah, WP sogar. Schöner Play von Sterzig. Pepsi, for your information, best of three are in the playoffs. We have in the playoffs a lower and the upper bracket. So, good chances for any team. It's a hit, the playoffs. But, nine have the chance, maybe, what I said before. So, I don't know. I don't know if 8 wins and 6 losses are enough. Maybe you needed 9 wins minimum. So we will see. But, they need to win this game first. And the second, I think tomorrow. Oh nein, nein, not subtle. It's the last game for now. Oh, Sterz ist aggressiv. Wird aber bestraft, weil auch der gute Svetjehet da ist. Macht den Frack gegen ihn. Starker Spieler. Nick, Alter. Mein Englisch ist einfach richtig schlecht. Ich habe eigentlich Englisch gelernt über Animes, über Serien gucken. Englische Übersetzung und so. Ich war immer schlecht. Oh, von Sky. Der Double sitzt nicht, aber Esperanto. Mit einem wichtigen zweiten.
Was macht Esperanto? Macht noch ein schönes Ding hinterher. 3K für ihn. 3K für Esperanto. Nur noch Depression am Leben. Die AWP von Ghouls. Es ist eine T-Sided Map. Darf man nicht vergessen. Oh, Esperanto. Glück gehabt. Oder Note war es in dem Fall. Der Anschuss. Esperanto hat die Bombe. Geht, wechselt auf die AK und will nochmal verschwinden. Aber da wartet Hypex. Der sollte ihn eventuell schnell haben. Hypex steht auf Kante, hat das perfekte Timing und tschüss. Und tschüss, Depression. Nee, so sieht's aus. Im Endeffekt war es ja nicht die Animes, wo ich es gelernt habe, sondern so ein bisschen mein Englisch verbessert durch damals noch über Serienjunkies.org, als es noch kein Netflix gab und Amazon Prime und so. Überall immer die Serien besorgt, dann die aktuellsten Folgen von den ganzen Seiten und dann gab es immer die guten Übersetzungen. Und irgendwann hat man dann aus der deutschen Übersetzung die englische Sprache genommen und hat es trotzdem halt nicht verstanden. So habe ich immer alle Staffeln früher von Suits geguckt. War schon sehr cool, aber irgendwann holst du halt alles auf und dann ist es trotzdem langweilig, du hast keine Zeit mehr. Jede Woche eine Folge ist halt immer hässlich. Aber es gab so viele coole Serien, heute gibt es nur noch Schmutz, finde ich. Auch filmemäßig ist auch nur noch Schmutz unterwegs. Zurück ins Spiel. Hypex! Das Bein nicht getroffen, muss aufpassen. Hypex von vorne, kommt auch noch jemand. Die Mollo hilft in die Richtung. Oh mein Gott, da ist er weit offen. Hypex Probleme. Esperanto mit dem wichtigen Refrag. 4 gegen 2. Oh, nächstes Duell jetzt hier von Sterzig. Wo hübt man es nochmal? Man hat die Bombe. Das ist ein Riesenvorteil. Man hat die Bombe hier in der Mitte. Ghouls, was macht die? Sind auch noch zu zweit. Da ist einer rausgedroppt, oder was? Nein, ich darf hier aufs Overlay. 2-gegen-2 Situation. Esperanto und Sterzig gegen Svetjehet und Amanek. Pepsi, thank you very much. I try. Germans, German mates, they all loke oder lachen über mich, ja? Over me, because of my bad English. Oh, Esperanto, guter Call, hier zurückzugehen. Gute Aktion, jetzt gibt es eine gute Doppeldeckung. Den ersten hat man gesehen. Esperanto macht den zweiten. Was macht Amanek? Gar nichts. Sterzig holt dieses Ding. 7 zu 4. Und ich habe gesagt, 5 Runden braucht man hier auf der CC-Seite. Und ich denke, nein, holt es. Man hat es geschafft. Man ist auf No Money. Guckt euch das an. Die Jungs bei Ghouls. Nur Pistols, Tech 9. Das war's. Eine Mac 10 bei Kaluba. Ja, Nick, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass es was Gutes ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wäre natürlich geil, wenn es gut ist. Kannst du ja gerne berichten. Aber allgemein Serien finde ich nicht so gut. Ich habe jetzt mal angefangen, diese Kitchen-Serie. Ich mag ja kochen auch so ein bisschen. Bei Animes habe ich auch nur so mal extrem gefeiert. Oh, die Runde jetzt hier kurzer Fokus. Sharker, go! Was macht Sterz? Der erste Bibbit war close. Stand ja hier mit Run and Gun. Der gute Kaluma mit der Mac 10 holt sich erstmal den Spieler Sky raus. Und mit sechs Spielen, Esperanto fleißt sich selber durch, rennt durch die Smoke und sieht gar nichts. Einen nimmt er noch mit, aber trotzdem gefährlich jetzt hier. Für nein, die Runde ist hier komplett offen. Kann man den Reset machen oder nicht? Oh no, der Junge, das ganze Magazin kassiert nochmal von der Tech 9. 2 gegen 3. Der Retake ist machbar. Svetje hat auch keine Chance. Die Presse fällt. 7 zu 5 zur Halbzeit. Boah, heftig. Heftig, heftig, heftig. Heftige Runde. Also, was ich sagen wollte, ich finde diese komische Serie Bears ganz interessant. Vielleicht ist sie ganz gut da irgendwie auf Disney Plus. Ziehe ich mir jetzt mal rein, so nach und nach. Ansonsten, ich kann einfach nur empfehlen, Deadpool 3. Go in the theater and watch Deadpool 3. Deadpool 3. Deadpool and Wolverine. Ja, also ich sag dir nicht, wenn du nicht geguckt hast bisher, musst du gucken. Nach Endgame, beste Marvel-Film ever. Er ist der beste, er ist für mich der beste Film überhaupt. Besser als Endgame, für mich. So, zurück ins Spiel, wir müssen natürlich gucken. Unsere Jungs bei 9 sind jetzt auf der T-Side. Sollten natürlich die Pistole machen. Mann, der ist der Hammer, Digi. Der ist der Hammer.
Jetzt ein offensiver Play, man hat die Step gehört, schön abgelenkt hier von Sky. Jetzt kommt Close Esperanto, der Anschuss und der Refrag sitzt auf jeden Fall. Oh, aufpassen, die Double Clicks ins Gesicht, die Bombe gedroppt bei Sky. Das ist natürlich eklig. Esperanto hat einen Tick zu lange gebraucht, hier in diesem Duell was zu helfen. Glaube ich zumindest. Ich habe Sky einfach massiv schnell einen Klick gekriegt. Und jetzt ist die Runde hier zwar noch offen, aber eventuell fast weg. Kalu war nur noch ein HP, wollte er nicht fallen hier in diesem 3 gegen 4. Man rennt anscheinend zusammen. Gucken, Note hofft hier von unten was zu holen. Man muss zu zweit jetzt hier angreifen. Hat man schon gesehen, dass die Bombe da gedroppt ist? Ich denke schon auf Distanz. Svetjehead. Auch nochmal mit Damage. Schön aufpassen, die Jungs. Von hinten kommt auch der gute Ammanek. Keiner hat auf dem Schirm. Jetzt umdrehen. Unbedingt umdrehen. Noch Gas geben. Oh, schönes Timing. Ganz starkes Timing. Oh mein Gott, Goals. Wie bitter. Wie bitter für die Jungs. Aber ganz stark von Nein. Da holen sie die 4 und 3 gegen 4 alle weg. Flawless geholt. Heftig. Ingame ticken leiser. Ah, stimmt, auf jeden Fall. Danke dir. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Na, mache ich eigentlich normalerweise immer. Du hast vollkommen recht. Mann, hat mir keiner gesagt, leider. Weil ich habe ja sonst immer aktuell meinen Cleanfeed an. Und, ja, danke dir. Danke, danke, danke. Dann, danke. Danke, 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 danke. Ist richtig. Ist richtig, weil der Punkt war, ohne Cleanfeed ist ja ein Ingame-Sound vom PC und deswegen direkt leiser gemacht. 10 Dezibel runter. Aber habe ich komplett vergessen. Letzter Cast war ja Cleanfeed, deswegen da muss ich wieder hochgehen, weil der Cleanfeed ist zu leise. Meistens immer. Danke, Nick. Oh, Sterzig hier. McTen gönnt hier nur einen. Was? Gefährliche Nummer, aber auf der anderen Seite jetzt sozusagen. Auch gut aufgepackt. Passt von Hypex. Und dann geht's rüber. Richtung Mitte, Richtung A-Spot. Die Bombe muss Gas geben. Man ist aber gut in der Rotation. Der Wichtigste, das Wichtigste ist Sonix. Aber hier ist doch gar nicht Sonix. Verwirrst mich, Nick. Du verwirrst mich. Oh, schön von Esperanto. Was macht hier? Ammanek kann nichts machen. Das war's. 7-7 Ausgleich. Nein, Comeback. Wir haben noch 15 Minuten. Dann geht's in die nächste Partie direkt rein. Ich hoffe, Nein überrennt jetzt hier. Wir haben jetzt nicht zu viel Verzögerung. Damit die Jungs von Arrow auch noch ihre Bühne bekommen. Er hat reingetrollt beim letzten Big Cast. In der Watch Party, meinst du, wo ich gecastet habe und er hat. Er hat gewatchpartet auf mich, meinst du? Oder wie meinst du? Kann sein, ja. Ist ja okay. Ich gucke mir die Videos nicht an. Er kann ja Fax machen auf mich. Ist ja in Ordnung. Ich finde es ja lustig. Ist ja Spaßbasis. Mich stört es nicht. Wenn er sich ein bisschen lustig macht über mich und so. Oder trollt oder sowas. Gehört er dazu. Eine geile Kombo eigentlich. Und deswegen finde ich auch geil, im Endeffekt ist ja dadurch viele Leute aufmerksam geworden, hab ich nochmal on top. Bin ich sehr dankbar. CGN, bist du in dem Team von Valorant? Haben die nicht Valorant-Team? Ist das CGN? Gehörst du dazu oder einfach nur so CGN? Na. Ja, ja, genau. Ja, Carpio, ne? Carpio und so. Habe ich kurz einmal getroffen in der Fake TV. War auch ein ganz sympathischer Typ, finde ich. Ich kenne sie halt nur über Valorant, deswegen. So, Full Fokus jetzt. Man hat Waffen drüben bei Ghouls. Oh, es geht rein über die Mitte. Man, wo ist die Smoke? Wo ist die Smoke? Die kommt viel zu spät. Oh mein Gott, danke Hypex für den Double. Sky wird gerettet. Sky lebt, aber guckt euch Depression an. Ist der frech? Depression mit einem? Oh, beinahe noch einen zweiten. Und onside steht Ammanek mit der Pumpgun. Pumpgun-Action. Sehr dunkles Spiel jetzt hier an der Stelle, ne? Ich muss das unbedingt mal ändern. Keine Ahnung, warum. Ich muss irgendwie da reingehen. Was macht Lunatic? Kann er was machen hier auf Seiten von Ghouls? Die Pumpgun könnte hier ganz, ganz teuer werden. Aber er wurde gesehen. Keine Chance. Lunatic wird fallen. Denke ich auch. Er wird nichts machen können. Die Doppeldeckung steht. Sky zählt ab. Sterzig zählt ab. Er geht safen. Führung für Nein jetzt hier auf der T-Side. Jetzt können sie ihre Erfahrung, ihre Dominanz ausspielen. Top. Ja, ist gut. Entschuldigung, Nick. Problem ist halt, ich habe halt nur CGN kennengelernt.
dass sie noch höchstens ein Valorant-Team haben. Ich wusste nicht, dass sie noch Counter-Strike was haben, zu tun haben mit. Wusste ich echt nicht. Oder Köln E-Sports. E-Sports Cologne ist das in dem Fall die Abkürzung. Kann ja auch sein. Das Team kenne ich wiederum, aber es hat ja nichts mit CGN zu tun, oder? Spielt ihr da noch irgendwo? In irgendeiner Div in der Dach-CS-Liga? Div 3, 4, 2. Also ich weiß, Div 2 spielt E-Sport Cologne. Aber ich weiß halt nicht, ob das ihr seid. Weil CGN heißt ja wahrscheinlich was anderes, oder? Ab geht's. Runde 16. Der Gegner nochmal reingescoutet. Hero M4 bei Lunatic. Noch eine kleine MP9 bei Kalobar. 5-7 bei Svetierhead. Und noch eine zweite bei Amanek. Super eklige Waffen, diese 5-7s. Wir haben sie ja gestern erlebt hier durch Alex von B8. Oder von Bait. War sehr eklig. Und man geht anscheinend Richtung B. Und da warten alle CTs. Den ersten kann man hops nehmen. Was von Esperanto? Da holt sich auch den zweiten. Man ist on site. Amanak fällt. Depression bekannt. Keine Chance hier. Der B-Spot. Den hat man sich geholt. Nur noch Kalubar im Leben. Wird auch schon gesehen mit der MP9 hier. Der Anschuss sitzt. Und ich denke, es wird Sterzig sein, der ihn holt. Raus. 9 zu 7. Alles klar, sorry, Nick, wusste ich gar nicht. Nice. Ja, aber es gibt ja, glaube ich, das Team auch, ne? CGN, gibt's. Deswegen, ich dachte, du gehörst dazu, deswegen. Deswegen assoziiert dich mit Valorant. Na dann. Stark. Der Kölner Counter-Strike-Spieler. Zuschauer, danke fürs Zuschauen, mein Lieber. Aus der Steinzeit wie Sonic. Sehr gut. Ich bin ja noch ein bisschen älter. Noch ein bisschen älter. Aber ich habe diese Zeit, wo Sonic war. Und wo auch immer, nie erlebt. Also ich habe sie zwar erlebt, so ein bisschen so Interfrey Night Games, aber ich war nie dabei. Also ich habe nie so diese Profi-Szene verfolgt, weil ich immer selber gezockt habe. Ich habe einfach gar keine Zeit dafür gehabt, wenn man nicht selber so krass war. Oh, 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 aufpassen. Sky mit einem schönen Fracking. Hallo, das ist natürlich eklig gelaufen hier für die CTs. Uiuiui, geht denn noch ein bisschen mehr? Schöner Counterplay von Depression, hat keine AWP, aber... Vielleicht kann er überraschen, dass er sich als zweites auch noch hinstellt. Schauen wir mal. Volle Mittekontrolle, die man hier holen möchte. Bei den CTs. Und das ist natürlich jetzt schwierig, aber da ist Sky nochmal dabei. Sky mit auf dem nächsten Brett. Fällt jetzt zwar, aber man hat ja immer noch Esperanto da. Der hat ihn gesehen. Muss aufpassen. Oh mein Gott, Esperanto, Lenkrad-Action. Geht komplett nach hinten los, fast schon. Heftig. Duell gegen Lunatic. Jetzt hat man natürlich hier die Chance, endlich mal über A-Main zu kommen. Aber man traut sich nicht, weil man nicht weiß hier, ob noch jemand am Pille ist, ob der zweite Spieler auch noch da ist. Man hat natürlich kein X-Ray. Deswegen alles richtig gespielt hier von Nein. Die sind aber auf dem Spot drauf und sollten jetzt ihn auch klar machen. Stark gemacht von Note. Kassiert nochmal eine Schelle, aber bleibt am Leben. 10 zu 7. Svetjet geht safe. Ja, nice. Die alten Zeiten waren schon die besten, muss ich ganz ehrlich sagen. LAN-Partys und sowas alles. Es war einfach so ein geiles Clan-Leben, war einfach bombastisch. Man hat sich auch viel öfters kennengelernt, getroffen, auch mal geschnackt und sowas. Das vermisse ich komplett. Ich hoffe, das wird auch wieder ein bisschen belebt. LANs gibt's ja, aber trotzdem, durchs Internet, was so gut ausgebaut ist, hat ja keiner mehr Bock, wirklich rauszugehen. So, das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist super bitter, deswegen wächst auch nichts mehr in Sachen CS. Alle gucken sich ja lieber internationales CS an, gucken sich ja lieber die Top-Teams an, anstatt die deutschen Teams irgendwie zu... Da ist halt kein Nationalstolz mehr so ein bisschen so da. Wer fehlt mir so ein bisschen? Ist einfach so. Deswegen gibt es halt nur internationale Fans, die sich alles reinziehen aus Deutschland. Wenig für den Bedachbereich. Finde ich schade eigentlich. Weil es wäre natürlich viel schöner, wenn es mehr gehen würde, weil wir haben halt nicht diesen Unterbau, ne? Wie im Fußball mit Vereinen und sonst irgendwas, die gefördert werden und dass da halt ohne Ende Nachwuchs gefördert wird. Bei uns ist es halt super schwer. Es ist einfach so. Und wie gesagt, zu der Zeit,
Ich war zwar in den Friday Night Games, so, glaube ich, 3 oder 4 Mal hier in Berlin. Die waren allein nicht so oft hier. Die waren ja meistens immer im Westdeutschland, immer in Köln bei euch oder sowas. Und irgendwo um die Ecke darum. Also das war ja mehr in NRW die ganze Zeit, in irgendwelchen Locations. Und deswegen in Berlin waren wir immer froh, wenn was im Postbahnhof war. Und dann hatten wir ja, klar, so ein Mouseboards dann hier bei uns. Und aber ich habe halt nie gewusst, wer da aktuell spielt. Den einzigen Spieler, die ich kannte, waren Johnny Air und Roman Air im Endeffekt. Roman Air einfach hängen geblieben bei mir im Kopf, weil, habe ich ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob das auch ankam. Ich bei mir hier in dem E-Sport-Café, also E-Sport-Café Rehberger gespielt habe. Das war bei uns in Berlin so eine Straße im Reinigendorf. Und ohne Witz, das Internetcafé hat Yilmaz gehört, der heute Big weißt du, gegründet hat früher, der Yilmaz. Und da hat Roman R gespielt, hat Johnny R gespielt, unten im Team. Da haben sie Mouseboard gegründet. Ich kannte halt noch da die Orga erstmal noch Mystical Lambda, deswegen kannte ich auch Tom. Ich habe Jahre später Tom, noch keine Ahnung, wie ich das gemacht habe in meinem Gehirn, habe ich Tom wieder erkannt. Auf der Eröffnungszeremonie sozusagen, auf der Neugründung von Big. Super lustig. Ich bin eigentlich auch ganz lustig, ich glaube. Deswegen, wenn ich ihn oft mal auch gesehen habe. War schon geil. War schon ganz interessant. Deswegen für mich Roman eher der einzige Ankerpunkt so aus dieser Szene. Und ansonsten kannte ich nichts, überhaupt nichts eigentlich aus diesem ganzen Turniergeschehen. So wie halt, wenn man nicht aktiv dabei war, sag ich jetzt mal. Oder richtig krasser Fan. Oh, stark. Oh, aber starke Piste jetzt hier auf der anderen Seite. Aufpassen. Schön von Note hier in dem Moment. Noch so ein Ding jetzt gegen die AWP. Von der Seite kommt der nächste von hinten, aufgepasst. Sterzig ist ready. Was macht Hypex? Schönes Shot. Die Piste ist ready. Er kommt weg. Schön gespielt von Hypex. Der Schuss geht daneben. Aufpassen. Da gibt es den Support. Man möchte natürlich jetzt den Frag ziehen. Und man macht ihn auch. Scheiß auf den Plant. 11 zu 7. Nein, auf dem guten Weg, das Ding zu holen. Ich komme auf jeden Fall krass von der Ursuppe, weil ich war halt nur in Internetcafés unterwegs. Und deswegen war das schon sehr lustig, als ich das alles erfahren habe, damals. Aber wie gesagt, Roman R., das habe ich letztes Mal am Cast erzählt, mega geiler Typ. Ja, mit dem hat man sich halt angefreundet, weil der war ja auch schon immer ein kontaktfreudiger Mensch. Der war halt damals so ein Typ, der kam nach oben, wenn du da gezockt hast. Und hat mal, ey, habt ihr Bock gegen uns zu zocken oder gegen mich zu zocken? Und dann kam er auf Prodigy, Kistengang, weißt du, hat uns mal ganz kurz zerfetzt. Einfach mal so ganz kurz mal komplett zerfetzt. Nur mit Diegel. Wir haben alle Waffen gehabt, er kam, hat 5-mal geklickt und wir waren alle weg. Einfach mal ganz so gezeigt, so auf Spaß so. Aber hat halt kein Großkotz oder so. War immer sympathisch. Im Vergleich zu Johnny R. Der ist nie hochgekommen, der war mal unten und war halt immer der Angeber. Man kennt ihn halt. Aber heute ist er vielleicht auch anders. Da habe ich auch Geschichte. Ich hab den irgendwann wieder getroffen. Dann in so einer Diskothek. Jahre später habe ich ihn sofort erkannt. Junge, der war drauf, sage ich dir. Der hat dann auch eine gewisse Zeit gehabt, anscheinend. Lustig. Aber wie gesagt, Roman R., ich war dann irgendwann immer wieder auf der Games Convention hier in Leipzig unterwegs und dann Roman sieht mich, weil er da irgendwie gerade so läuft und so, ey Albi, oder im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob er meinen Namen erkannte, aber wie geht's? Er hat sofort gewunken, gut geschnackt und so, Glückwünsche, beziehungsweise viel Erfolg gewünscht und dann ging's ab und dann ein bisschen das Turnier mal verfolgt, wenn ich da war, weil es einfach geil war, hat Bock gemacht. Man war ja meistens da nur einen Tag da, hat kein Hotel gehabt, kein Geld, du hast dann da einfach die Nacht durchgemacht und auf dem Bahnhof gepennt und so eine Scheiße. Alter, Verwalter, gefährlich, jetzt hier, der Go Richtung A, Svetjet kann nichts machen, da geht gerade nichts mehr rein bei den CTs. Uiuiui, Ghouls, was macht ihr jetzt? Es sind nur 3 gegen 2, der Retake-Versuch, wirklich noch? Komm, ab in den Safe, 12-7, das sieht nicht gut aus, das sieht wirklich nicht gut aus gerade hier, für die Jungs von Ghouls. Heftig, ich habe die Runde am Anfang ganz anders gesehen. Ich glaube, das wird Nein jetzt hier machen. Und dann den Deckel drauf packen. Und dann geht es direkt rein in dieses Game von Arrow. Die Jungs sind einfach zu stark. Sie sind einfach zu stark gerade. Ja, Mann. Die waren halt schon krass auf jeden Fall. Wie gesagt, bei mir, ich wäre gerne auch Profi geworden, aber das Problem ist halt, ich kam halt aus dem Elternhaus nicht viel Geld, einfach so nicht gehabt und auch keinen guten Rechner und dann, keine Ahnung. Mir hat CS 1.6 überhaupt nicht gefallen, deswegen habe ich auch gedroppt. Ich bin direkt auf CSS gewechselt. Das war halt eher meine Welt und ja, da war ich eher unterwegs. Aber dann habe ich gemerkt, mein Rechner war nicht stark genug. Das war ein Problem.
Sehr, sehr bitter. So. Wir gucken. Eventuell letzte Runde, meine lieben Freunde. Nein. Macht das Ding 13:7. Drückt die Daumen für Sky. Arrow, drückt die Daumen, wenn ihr da seid, schon die Fans. Dass wir direkt rüber switchen. Aber wir haben noch ein bisschen Puffer, 10 Minuten. Dann sollte es wahrscheinlich erst losgehen bei Arrow. Also alles tiefenentspannt. Und danke fürs Reinschauen. Thank you for watching. If you like this cast, go for a follow. May. Thank you. Oh, und thank you to Hypex mit dem Fracking Depression. Der Opener sitzt, keine Smoke. Nochmal Anschuss gegen den Arm, Alter. Der Jiggle nicht gut. Jules einfach gerade mit Problemen. Kaluba mit dem wichtigen. Noch ein Ding von Lunatic. Double für ihn. Und die Runde wieder komplett gedreht. Sterzig muss hier zurückfracken. Macht den guten. Sverdjehet, Kaluba, beide super low. Das ist machbar, wenn das Duell hier klappt von Note. Note muss den Frack ziehen. Macht er auch gegen Amanek. Jetzt ist der Spot frei. Aber das Problemchen, ihr seht's, die Bombe, sie liegt einfach mal on site. Sie liegt auf dem B-Spot hinter der Smoke. Da leuchtet sie unten links. Eieieiei, ganz bitter. Aber man kann es probieren. Man kann es klatschen. Sterzig alleine im 1 gegen 2. Definitiv machbar. Note, hat er noch Utility? Ah, er hat hier eine Granate. Der kommt, der Execute nochmal. Ja, er hat sogar die Smoke in dem Fall. Die Granate hatte Dings. Also damit kann man noch was machen. Die erste Smoke ist weg. Damit kann man, glaube ich, jetzt auch angreifen hier von Sterzig. Der muss nur links gucken. Ganz wichtig hier, dass da was reingeht. Die Molo perfekt. Ja, in die falsche Richtung. Einer muss natürlich jetzt hier irgendwie den Raum freimachen. Oh, geht mir jetzt natürlich noch durch. Da kommen die Banks. 28 Sekunden. Es wird jetzt raus. Die Granate hat geholfen. Und da geht man aggressiv. Und habt ihr es gesehen? Sterzig hat auch noch ein bisschen geträumt. Damit ist es vorbei. Heftig. GG, well played. Oh mein Gott, war das doch nochmal jetzt hier. Sehr, sehr wild und riskant und keine Ahnung. Und das Licht ist hier jetzt aus. Wir machen es einfach mal an. Dann ist ja auf der Greenscreen ein bisschen besser. Starke Nummer hier von den Jungs. Damit holt man sich hier diese Map. Und das mit einem 13:7. Ganz, ganz starkes Comeback. Stark. Also, wir wollen nicht lange fackeln. Danke fürs Reinschauen. Bleibt dran gerne, wenn ihr weiterhin Counter-Strike sehen wollt. Es geht gleich zu Arrow rein. Wir wechseln rüber. Ich mache eine kurze Break. Und dann sehen wir uns gleich wieder in knappen 10 Minuten. Bye, bye. Euer Albi. Bleibt dran.